So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuergrün. Ich kann nicht laufen, aber ist ja egal. Wir hatten Misty besiegt und hatten ein krankes, totes Celebi. Es war ja schon tot, also es kann nicht krank gewesen sein. Getötet. Also nochmal halt besiegt. Oder halt so. Naja. Wir wollten uns dann den zweiten Orden holen, der nicht hier ist. Oder erstmal ins Pokémon Center gehen, das wäre, glaube ich, etwas klüger. Hallo, seid ihr ein Pokémon halt? Nein. Ich warte noch auf den Tag, wo das Pokémon Center Geld kostet. Das passiert noch irgendwann. Pokémon, Tauboga, fliegen nach Port Kosang oder Knoblauch? Ah, nee. Es scheint das zu sein. Oder bin ich da? Nee. Gut, gibt's hier eine Arena oder nicht? Erzähl's mir los. Hallo. Da. Hey, eigentlich sollte ich dir Tipps geben, aber ich weiß selber nicht, wie man hier weiterkommt. Hey, ja, das hatte ich schon. Ja, das hatte ich schon. Oh, Star Wars. Gut. Nicht dorthin. Das war scheiße. Das war sehr scheiße. Dann da lang. Ich bringe mich dahin. Und dann ist da diese scheiß Tür zu. Und ich hätte den anderen reinspringen müssen. Dummheit oder so. Nennt man das. So. Ein Schalter. Soll ich ihn betätigen? Wer hätte es nicht getan? So. Ich sehe schon, dass hier die Tür aufgegangen ist. Von daher werde ich da jetzt als nächstes hinspringen. So, soll ich einen Schalter betätigen? Ja, sollst du. Dann habe ich meine zwei Orden und kann endlich Zertrümmerer einsetzen, ohne dass der Stein mich irgendwie als Cheater beleidigt oder so. Ja, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ach doch, das Ding hat sich gedreht. Ah, okay. Boah, wie viele Schalter sind hier? Wer hätte es nicht getan? Ich hätte es nicht getan. So, dann den, dann da hoch, super! Wer hätte es nicht gedacht? Das müssten alle, ja, das Ding ist auf. Aber kein Arena-Leiter, oh nee. Merkwürdig, wo ist denn der Arena-Leiter? Jetzt darf ich den suchen. Ah, sieh einmal an, du hast das Rätsel gelöst. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ach, das ist der Arena-Leiter, bestimmt. Und das, obwohl ich der Arena-Leiter bin. Mal sehen, ob du im Kampf genauso gut bist. Dim, dim. Streber schickt wie Senior in den Kampf. Oh, 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 oh. Oh, oh. Lust hoch, tock, oh, oh. Lass Schweif. Und es ist tot. Es ist tot, hallo. Spinnt das Ding was, oder? So, wirklich. Stimmt ja gar nicht. Nein, möchte ich nicht. Noch einmal Nassschweif. Passt den Toxa? Das passt er ja super rein. Stärke. Gifthieb. Oh nein. Wieso? Das kann jetzt wieder dauern. Achso. Verteidigung von Visor steigt. Nassschweif. Und jetzt macht es wieder Update. War klar. Jetzt hast du wieder volle Energie und sowas. Jetzt macht es wieder Update. Ja, ich hab's besiegt. Los. Das ging diesmal mal einfach. Das ist natürlich sehr gut. Hältst du dich jetzt auch noch für stark oder was? Ich bin doch gar nicht hier dein Orden, Angeber. Mario hat SpongeBob. Nee, ich halt einen Schwammorden. So, wie ging jetzt noch einmal dieses Rätsel? Ich sperre den jetzt einfach ein. Nein, das mache ich nicht.
habe die zwei Orden erhalten. Jetzt muss ich natürlich noch jemanden Zertrümmer beibringen. Zertrümmerer. Glumanda wird das lernen. Super. Tauburger fliege nach... Ach, in die Höhle. Warum geht das denn nicht? Frostbeulensiedlung. Dim. 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 So, Schlampe. Jetzt bist du fällig. Ich hab die Zertrümmerer VM. Aber hast du denn auch schon zwei Orden? Du benötigst die, um die Attacke außerhalb des Kampfes einzusetzen. Ja, die habe ich. Also. Ich werde dich jetzt zertrümmern. So. Übersetzt. Ich kann schließlich auch Surfer und Zerschneider ohne Orden einsetzen. Boah, du verdammter Cheater, ich zeig dich an. Hä? Naja, gut. Mario findet Hyperheiler. Oh, das sieht aus wie diese Höhle mit den Kometen, weil hier auch Kometen Einschlaglöcher sind. Da ist was. Ich erhalte schon wieder ein Sonderbonbon. Unglaublich. So. Runter. Ach so. Ich erhöhe um 100. Du blöffst doch nur. Hey, seid ihr dafür zuständig, dass auf dem Gipfel diese Säulen so warm sind? Nee, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin bloß hier, um gut anzupuckern. Meine Mann nervt. Ja, ich mache jetzt mal Pause. So, da bin ich wieder. Sie musste wieder mal 5 Minuten lang nerven. Ich kann mich nicht bewegen. Bist du dafür zuständig? Ja, das ist mein Job. Yo, dann mach mal den Job besser. Die Säulen sind jetzt nämlich nicht mehr heiß genug, um den ganzen Gipfel zu wehren. Nee, ich hab gerade frei. Ich spiele erstmal mit Arceus die Runde fertig. Arceus, ich töte dich, du verdammter Pseudo-Gott. Mein Carpador wird dich vernichten und dann ist es der einzig wahre Gott. Was macht der denn da jetzt schon wieder? Der mit seinen Carpadors. Los, Carpador. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du wagst es, Gott herauszufordern und das mit einem Carpador? Die Zeitmaschine hat es mir gezeigt, die Meteore sind schuld. Ich habe sie gesehen, deine Schwachstelle. Los, Carpador, Platscher! Oh, ich drehe mich im Kreis. Achso. Carpador kann einen Arceus also besiegen? Nein, er hat ihn wirklich gefunden, den Zweck der Attacke Platscher. Ha, ja, Platscher dient dazu, Götter zu vernichten. Und nun bin ich der mächtigste Mensch der Welt. Naja, streng genommen nicht. Alles, was du hast, ist weiterhin ein Carpador. Sein Platscher bringt nur bei Arceus was. Wie kannst du es wagen, meine Macht in Frage zu stellen, ohne mich vorher... Du Platschimonas Wesen. Egal. Arceus, Kumpel, halte durch, ich helfe dir. Danke dir, viel länger hätte ich das nicht durchgehalten. Oh Gott, Platscher. Hey, Grudon, kümmere dich gefälligst um die Säulen. Ansonsten hält sich den Carpator-Typen wieder auf Arceus. Das ist Erpressung. Aber ich mach's. Wir beide können trotzdem noch weiter zocken. Ich weiß ganz genau, dass du eben geblufft hast. Das stimmt doch gar nicht. Lass uns in Ruhe pokern. Na gut, dann scheint das gemacht zu sein. Hier kommen gar keine Pokémon. Fällt mir so auf. Und dann kann ich wohl jetzt in die Arena hoffentlich. Oder auch nicht. Wahrscheinlich ist es immer noch das Problem oder so. Und ich muss erst eben eine Feuerattacke finden, wie Flammenwurf oder so. Um dann das da frei zu machen. So. Hier kommen im Ball keine Pokémon. Komisch. So, es sieht schon grüner aus. Das auf jeden Fall. Wir können ja mal ein bisschen durch die Stadt laufen noch. Entschuldige meine Großmutter, sie scheint nie aus der Pubertät rausgekommen zu sein. Ja, das weiß ich doch schon. Die erzählt doch da wieder. Sag mal, an was erinnern dich diese Säulen? An Felsen. Felsen nennt ihr das also heute. Die Jugend hat immer so schöne Umschreibungen dafür. Wofür? Und du weißt schon, Zeremoniestab und so.
Freudenspender. Penis. Ich weiß echt nicht, was sie meinen. Aber natürlich nicht. Die Musik hat sich ja auch geändert. Aber ich gehe jetzt erstmal rein. Vielleicht nach 5 Minuten. Aha. Ich probiere es aus. Das war scheiße. Ja, ja. So und so und so und so und so und so. So. Ja, das ist scheiße. Kaputt machen. Und geschafft. Und ich bin in der Höhle drin und in der Höhle sind Gegner. War ja wieder mal klar. Ah ne, doch nicht. Siehst du die Eisfelder da drüben? Sie sind sehr instabil und zerbrechen, wenn du sie zweimal betrittst. Um weiterzukommen, musst du jedoch alle Felder betreten haben. Bedeutet, ich darf nur auf jeden einmal drauf. Das ist sehr schön. Machen wir das einfach mal so. Scheiße! Das kann ich gleich vergessen. Aber das sah schon mal sehr gut aus. Finde ich. So. So. Na also. Ach, so. Natürlich. Ich hab's geschafft, Mann. Ist das denn jetzt noch fertig? Nein, ist das nicht. Ich kann schon wieder aufhören. Ich hasse Eishöhlen und ich hasse Eisaufgaben. Aber ich mag Eis. Ja, dann muss ich also irgendwie als letztes auf den Dings kommen. Jetzt kann ich das schon wieder vergessen. Ich hätte ja als nächstes den anderen berühren müssen, dann wäre der schon auf jeden Fall weg gewesen. Aber ich finde, so ist es auf jeden Fall sehr gut, die Taktik. Bloß ab hier wird scheiße. Ah, nee, das wird ja auch nichts mehr. Ich muss ja am Ende dann dahin. Ah. Okay, nochmal. Dann gehe ich eben doch mal die andere Richtung. Nee, das bringt ja nichts. Dann muss ich am Ende hier den berühren und dann bin ich im Arsch. Ah. Also geht's nur so. Scheißdreck. Das hätte ich bei denen hätte ich ja so machen müssen. Oh nö. Okay, das Rätsel schaffe ich in dem Part jetzt noch und dann ist erstmal Ende im Gelände. So. Scheißdreck. Penisgesicht, ey. Scheiße. Ich weiß nicht weiter. Dann jetzt hatte ich gerade schon. Das sieht sehr gut aus. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh nö. Wieso sind da so viele Eishöhlen? Sonst in Pokémon sind auch immer nur eine Eishöhle oder so, ja? Das reicht auch vollkommen. So und 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 so. Scheiße. Ja, ach so, da oben. Und dann geschafft und ich muss aufhören. Bye, 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 bye.